Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SimCity 5. Eine neue Folge SimCity hier live aus Farnsworth, unserer ja, pulsierenden, florierenden Elektrotechnikstadt. Jetzt auch wirklich vollumfänglich. Was meine ich damit? Ja, wer beim letzten Mal dabei war, der weiß, was ich meine. Wir haben jetzt endlich hier unsere Unterhaltungselektronikfabrik gebaut, wo auch TV-Geräte produziert werden, die wir ja brauchen für unsere Arkologie. Man sieht es hier schön im Hintergrund. Jede Menge TV-Kisten werden da benötigt. 60.000 an der Zahl. 1.000 haben wir bereits geliefert beim letzten Mal. Und ja, ich denke, da sind wir jetzt auf einem guten Weg. Vielleicht werden wir sie noch ausbauen. Was haben wir noch gemacht? Wir haben beim letzten Mal ja festgestellt, dass wir so ein bisschen ein Erzproblem haben. Wir haben hier ein Erzbergwerk nach wie vor, was an 120 Tonnen pro Tag Maximum angelangt ist. Also ich vermute mal, dass es dieses Maximum gibt, diese 120 Tonnen am Tag. Und das reicht halt nicht mehr aus, um den Hunger unserer Schmelzhütten zu befriedigen, weil die zwei, die fressen ordentlich was weg. Und wir waren beim letzten Mal gezwungen, hier sogar an unserem großen Umschlagplatz ein bisschen Erz einzukaufen. Ich schätze, das müssen wir gleich nochmal machen. Also, wir importieren Erz. Der Preis ist auch gestiegen, für mein Empfinden. So würde ich es zumindest mal sehen. Ja, genau, beim letzten Mal knapp 7.800. Jetzt sind wir nochmal drüber. Oh, Plastik ist auch schon wieder gestiegen vom Preis her. Die Prozessoren sind gefallen. Ja, wunderbar, das geht sich ja prima aus. Die Rohstoffe werden teurer und unser Verkaufspreis wird niedriger. Also genau, antizyklisch, also gar nicht toll. Nein, das wollen wir nicht sehen. So, jetzt könnte aber trotzdem hier mal kurz eine Schippe Erz kommen. Hallo, liebe Eisenbahn, wo bist du? Ja, von da kommt sie nicht und von da kommt sie auch nicht. Ja, wird aber langsam Zeit, ne? So, 20, 30, ah, okay, der LKW ist gekommen. Ja, den nehmen wir natürlich auch gerne. Also, wir warten einfach mal, bis wir hier wieder ein bisschen was im Lager haben. Und gut ist, Kohle ist ja stabil, da haben wir kein Problem. Und was die Legierung angeht, haben wir, denke ich, im Moment auch nicht so das Problem. Die 40 Tonnen sind okay, das passt. So, was haben wir noch gemacht? Ja, was haben wir noch gemacht? Gute Frage. Wir haben beim letzten Mal hier noch ein bisschen gepusht, die Bevölkerung. Oh, man merkt jetzt auch schon den Verkehr. Eieiei, da ist ein bisschen was los hier an dem Eck. Ja, es brummt. Wir haben mittlerweile auch die 100.000 Einwohner-Grenze in Farnsworth überschritten. Das heißt, brumm, brumm, brumm. Und schau, ja, kein Wunder, ein bisschen der Stau, aber okay, oh mein Gott, damit muss man rechnen, das ist halt einfach so. Können wir nicht beeinflussen, ich meine, der Stau, der verfolgt uns mittlerweile jetzt dann schon 73 Folgen lang. Also, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an, ich denke, wir haben uns mittlerweile dran gewöhnt. So, was haben wir noch gemacht? Ja, uns ist ja beim letzten Mal auch ein bisschen die Energiekrise begegnet. Zwar nicht so, dass wir es ganz krass gemerkt hätten. Nein, so weit war es zum Glück noch nicht. Aber wir haben schon mal präventiv Gegenmaßnahmen ergriffen. Also man merkt auch jetzt schon hier, die Nadel ist okay, ist noch im Grünen. Der Wind ist bei knapp 18 km/h. Ist okay. Aber wir haben trotzdem schon mal hier die Solaranlage, Sonnenkraftwerk gebaut mit diesen topmodernen Solarkollektoren. Die sind ja wirklich prima. Haben wir ja in Las Vegas schon mitgekriegt, in unserer Touristenstadt hier drüben, da ist ja alles nur auf Solarenergie. Ja, das funktioniert. Atom wollten wir ja hier nicht bauen, wenn wir gesagt haben, das Bildungsniveau ist dermaßen bescheiden und da wollten wir natürlich keine Kernschmelze oder Störfälle provozieren. Von dem her sind wir hier auf der Öko-Schiene unterwegs. So, und hier sieht man auch sehr schön den Stau zur Arkologie, der sich hinwegzieht bis zu unserer Stadt. Das ist schon extrem. Dieser Rückstau ist schon extrem, aber zum Glück interessiert er uns nicht. Von dem her sind wir zufrieden. So, nachdem bei uns die Bevölkerung jetzt schon wieder explodiert, hier wird schon wieder neu gebaut, neue Dichtestufe. Werfen wir mal kurz einen Blick auf unser Wasser. Wasser ist okay, Abwasser ist auch okay, also scheint zu laufen. Was macht der Müll? Recycling ist ja kein Thema, das wird nach wie vor von unserem Recyclingzentrum gefrühstückt. Und zwar ohne Schwierigkeiten, 24/7 wird hier, denke ich, durchgearbeitet. So, bei den Standardmülltonnen, wo ja uns die Nachbarstädte aushelfen, da sind wir, denke ich, auch noch ganz gut unterwegs, wobei ein bisschen was ist noch. Also, ja, man merkt jetzt schon die Größe, ne? Da kommen sie fast nicht mehr hinterher, also da müssen sie Dauerschicht fahren. Die Jungs, aber okay, interessiert uns nicht, ist ja das Problem von den Nachbarstädten. So,
Ja, dann denke ich, bin ich mit dem durch, was wir beim letzten Mal alles gemacht haben, hat sich schon wieder ganz schön hingezogen. Ah nee, ich bin noch nicht ganz durch. Was war noch? Wir hatten natürlich mal wieder eine kleine Katastrophe. Seit langem mal wieder ein Tornado bei uns in der Stadt. Der hat dann auch hier den Busbahnhof geplättet. Wir haben natürlich gleich wieder einen hingebaut, in der Hoffnung, dass es keiner merkt. Bei mir hat sich keiner beschwert. Von dem her denke ich, ist alles okay, passt. Aber diese Grünfläche hier ist mir noch ein bisschen ins Auge gestochen beim letzten Mal und da würde ich gern noch ein bisschen was hinbauen. Weil einfach so werden wir es können, ne? Warum auch nicht? Jetzt bin ich bloß am Überlegen, was bauen wir denn hin? Vielleicht schauen wir uns dazu kurz unsere Gesamtstatistik an. Die Jobs. 8000 Leutchen haben wir momentan beschäftigt bei den Geringverdienern. 4000, ja, knapp 4200 offene Jobs sind hier noch verfügbar. Bei der mittleren Einkommensschicht, da haben wir momentan einen Überhang an verfügbaren Jobs. Das ist ein lustiger Trend, weil da gab es auch schon mal andere Zeiten. Aber gut. Ja, und bei unseren Superreichen, bei den Großverdienern, da ist das Verhältnis, denke ich, okay. Zwei Drittel sind hier beschäftigt, ein Drittel von den verfügbaren Jobs ist noch frei verfügbar. Das ist eine erfreuliche Entwicklung, das passt. Ja, wir sollten vielleicht einmal hier das Augenmerk oder das Hauptaugenmerk werfen auf die Jungs von der mittleren Einkommensschicht. Also da müssen wir ein bisschen pushen. Dazu schauen wir mal hier in dieses Viertel, weil da wissen wir ja, das hier ist alles mittlere Einkommensschicht. So, der ist kurz vor knapp, würde ich mal sagen. Der ebenfalls. Ebenfalls, ja, Sapperlot, da muss ich glaube ich gar nicht viel tun, oder wenn ich mir das so anschaue. Ja gut, hier, der zickt noch ein bisschen rum, der will nicht. Was haben wir hier? Schlenderpark, komm, da stellen wir einfach nochmal einen Park hin. Vielleicht bringt das noch was, vielleicht sind sie dann ein bisschen zufrieden. So, ne, komm, der will nicht, dann stellen wir halt so einen Brunnen hin. Brunnen ist immer gut. Also, so einen kleinen Brunnen. So, freuen wir uns jetzt hier? Nö, da freut sich niemand. Ja, okay, prima. Schön, dass sich hier niemand freut. Was ist das? Ach, eine Baumreihe. Da können wir eigentlich auch nochmal was hinbauen, ne? Ja, komm, bauen wir da auch noch so ein bisschen was hin. Aber jetzt darfst du dich freuen. Nein? Freut sie nicht? Ja, ein kleines bisschen vielleicht. Na gut. Also schön. Freut mich, wenn ihr euch freut. So, Straßenupgrade zum Erhöhen der Dichte erforderlich. Also der könnte, wenn wir hier diese Straße aufwerten. Was ist bei dir? Der überlegt sich's noch. Und der auch. So, ja, komm da, Freunde, dann wollen wir mal hier diese Straße aufwerten. Ganz einfach, so machen wir es. Schwupp. Und gut ist. So, und die hier können wir eigentlich auch aufwerten, gell? Komm, wenn wir schon dabei sind, werten wir die auch gleich auf. Wie sieht's hier aus? Die ist noch mittlere Dichte. Der steht da dran. Hier ist kein Platz zum Aufwerten. Der ist schon. Wieso ist der eigentlich schon auf der obersten Dichte? Ist das oberste Dichte? Ne, das sieht doch anders aus. Die Straße sieht doch anders aus. Oder habe ich gerade was auf den Augen? Eben, das ist mittlere Dichte. Denke ich mir doch. Wieso ist der hier schon auf der obersten Dichte? Ich blick's gerade nicht. Dürfte doch gar nicht sein. Okay. Ja, okay, er ist hier an der Kreuzung. Aber trotzdem, das muss doch für die Straße gelten hier. Also das verstehe ich jetzt nicht. Gut, ich will mich nicht beschweren, ne? Also ich bin ja froh, wenn hier so ein großes Wohngebäude steht von den Snobs, die freuen sich aus. Auch uns geht's hervorragend. Hurra, prima. Ah, jetzt wird hier auch neu gebaut. Also, ich würde sagen, wir warten mal kurz, bis die hier fertig sind, bis hier die Leutchen eingezogen sind und dann schauen wir unsere Zahlenstatistik nochmal an. So, des Weiteren hier brummt der Verkehr nach wie vor. So, wie sieht's denn aus mit unserem Bus, nachdem wir beim letzten Mal wieder gebaut haben? Schauen wir mal kurz auf unsere Verkehrsstatistik. Busse, alles grün, okay, Straßenbahn. Ja, das ist schon immer so ganz grün. Da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen nachbauen, denke ich. Aber haben wir ja noch Luft, haben wir noch Möglichkeiten. Also von dem her stellen wir mal so ein Ding hin. So, was machen die Züge? Ja, 480 Passagiere am Tag. Flugzeug haben wir keins, brauchen wir auch nicht. Alles klar, alles klar. So, und jetzt soll ich mir das antun, den Blick auf unser Bildungsniveau? Soll ich mich mal wieder selbst ärgern? Ja, komm, ich bin neugierig. Wir schauen mal. Ja, alles klar. Das war wieder der Klassiker. Wunderbar. Also 1966 Sims angemeldet bei uns im Unterricht von ja fast 3000. Also zwei Drittel gehen zur Schule, ein Drittel nicht. Ist interessant. Ich dachte, wir haben hier Schulpflicht, aber es sieht wohl nicht so aus. Na gut. Bildungsniveau nach wie vor mittelprächtig. Alles andere als toll. Heroisch ist was anderes.
So, in dieser voll ausgebauten Grundschule verlaufen sich tatsächlich mal 186 Sims. So, okay, 230, es nimmt zu. Es nimmt zu, ja komm, schauen wir uns das auf der Bildungskarte mal kurz an. Ja, okay. Ich nehme alles zurück hier. Also die Grundschule wird witzigerweise gut besucht. Wie sieht's hier aus, Freunde? Bei der Allgemeinen Hochschule haben wir ja auch noch eine Erweiterung hingebaut beim letzten Mal. Ja, da geht auch schon was. Okay. Und das Gymnasium, das steht hier noch direkt neben unserem hübschen Rathaus. Naja, 251 Sims. 267, naja. Also dafür, was wir hier an Bildung ausgeben, liebe Freunde, und das ist ja nicht gerade wenig, sondern wir hauen hier ja richtig einen raus mit unseren Bildungskosten. Also hier, wir sehen es, 4410 Simoleons hauen wir am Tag raus. Die gehen hier beim Tempel raus, ne? Die ersetzt uns niemand. Aber dafür ist das Bildungsniveau deutlich zu schlecht, Freunde. Deutlich zu schlecht. Also ganz klar, da bin ich enttäuscht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das kann nicht gut sein. So, was macht unser Umschlagplatz? Ist er mittlerweile voll mit dem Erz? Ja, Erz ist voll, alles klar. Also dann, nichts mehr importieren, reicht, dankeschön. So, was hat der? Was ist das? Müllproblem, ach je. Ah, okay, jetzt ist natürlich der Müll gerade neu gespawnt. Ja, hier nennt man das Spawn. Er ist halt neu dazugekommen. Man sieht auch hier sehr schön dieses Braun. Ich weiß nicht, ob ihr es sehr gut seht. Also bei mir ist es doch recht deutlich. Dieses Braun ist wesentlich intensiver als jetzt hier drüben. Also als jetzt beim Erzbergwerk. Man sieht hier schön, das ist das niedrige Niveau hier beim Erzbergwerk. Und das hohe ist so dieses dunklere Braun. Das heißt, er wird von der Zufriedenheit her... Ja, er wird uns nicht um den Hals fallen, schätzungsweise. Da drüben haben wir auch ein kleines Müllproblem. Eieieiei. Das ist nicht gut, Freunde. Das ist nicht gut. Muss ich jetzt hier zusätzlich mich um die Müllentsorgung kümmern? Da habe ich ja gar keine Lust drauf. Ich will hier keine Müllhalde hinbauen. Nee, das muss nicht sein, Freunde. Ah, das muss ja echt nicht sein. Das wäre ja übel. Wie sehen wir denn da aus eigentlich? Mülltechnisch? So, wir kriegen von... LP City kriegen wir. Müllentsorgung, genau. Und zwar zwei Fahrzeuge. Ja, zwei Stück. Da drüben in Vas Legas haben wir ja, glaube ich... Nee, da haben wir auch keine Müllhalde, oder? Haben wir da eine Müllhalde? Nee, ich glaube nicht. Nee, da haben wir auch keine. Da sind ebenfalls zwei Fahrzeuge abgestellt. Stimmt. Stimmt. Ja, das reicht offenbar nicht mehr. Das reicht nicht mehr, nee. Mm-mm. Oh, oh, oh. Eieiei, da müssen wir jetzt hier echt noch eine Müllhalde hinstellen. Ach nee, komm, Freunde. Wie groß ist das Ding? Was? Ach, viel zu groß, Mensch. Was ist denn hier los? Hat das... Oi, Waldsterben sehe ich gerade. Waldsterben ohne Ende. Ja, wir haben ja richtig Dreck bei uns am Start. Oh, oh. Das hat mal ein bisschen anders ausgeschaut vor ein paar Folgen. Das war alles grün und jetzt ist schon... Jo, Waldsterben, ne? Nee, nicht schön. Und hier dieser Dreck. Unsere Schmelzhütte, ja, ja. Mm. Ja, da kann ich jetzt wieder Bäumchen drüber pflanzen, aber das hilft ja nix. Ei. Ich will jetzt da keine depperte Müllhalde hinstellen. Ist doch blöd, da haben wir noch mehr Umweltverschmutzung. Na, komm, das machen wir anders. Da gehen wir kurz in die andere Stadt. Gehen wir kurz nach LP City und dann kaufen wir nochmal irgendwie so ein Müllautole und dann wird es schon. Das wäre ja bitter. Das wäre ja echt bitter. Ne, ich habe da jetzt echt keine Lust hier in Farnsworth noch zusätzlich eine Müllhalde zu bauen. Den Platz dazu verschwenden mit so einer blöden Mülldeponie. Nö. Das machen wir nicht. Garantiert nicht. So, hallo, mal wieder hier zurück. Waren wir auch schon lang nicht mehr. Ja, ich habe hier mal ein bisschen umgebaut, ne? Also hier ist so eine kleine Unterführung gemacht. Ah, jetzt kriegen wir auch noch einen Erfolg. Versorgen Sie einen Nachbarn gleichzeitig mit Strom und Wasser, nett. Ja, hier eine Unterführung. Einfach diese Kreuzung aufgelöst, weil hier auch ein extremes Verkehrsproblem war aufgrund des Rückstaus zum Großprojekt. Im Moment sieht man nicht, aber der kommt garantiert, Freunde. Und damit dieser Entzerrung bin ich da eigentlich recht gut gefahren. Das hat gut funktioniert. Also das habe ich speziell gemacht, als ich hier an unserer Universität geforscht habe. Und ja, da bin ich auch in Richtung
Reaktor-Upgrade gegangen, also für den Atomstrom. Allerdings hat sich das ja mittlerweile erledigt aufgrund des überaus herausragend tollen Bildungsniveaus, was wir haben in Farnsworth. Aber okay, gut. So, hier sind wir. Hier ist die Müllhalde. 4 Müllwegen, das ist zu wenig. Also wir packen hier einen drauf. Zack. Nochmal 2. Hier haben wir ja auch kein Problem mit der Kohle. Hier brummt der Export. Und hier ist auch das Bildungsniveau entsprechend, ne? Also, ach, das ärgert mich schon wieder. Also, es, naja, gut, was soll's. Was soll's. Also, Müll. Wir spendieren Farnsworth nochmal zusätzlich hier 2 Müllwegen. Und jetzt ist hoffentlich gut. Jetzt wollen wir nichts mehr hören. Halt, jetzt bin ich hier wieder falsch abgebogen. Also zurück nach Farnsworth. Witzig, da hat's gerade geheißen, braucht Roherz. Ja, wir haben zwar 100 im Lager, aber wir brauchen Roherz. Ja, gut, okay. Ich glaube nicht, dass wir Roherz brauchen. So mit dieser Importstrategie fahren wir da recht gut. Sodele. Also, das Müllproblem behalten wir jetzt mal im Auge. Vielleicht kommen die 2 zusätzlichen Fahrzeuge ja auch noch in dieser Session mal schauen. So, hier sieht's mittlerweile schon recht flott aus von den Einwohnern. Man sieht's auch hier, 116.000 Einwohner bei uns in der Stadt. Sehr gut. So, hier ist nach wie vor Material im Recyclingzentrum. Da wird fleißig vor sich hin produziert. 3000 Kisten am Tag, aber das ist ja lächerlich im Vergleich zu dem, was wir da tagtäglich importieren für unsere Prozessorenfabrik. So, was macht die Kohle? Ja, immer noch 600, ja, wollte gerade sagen 660, nö, ich sag nichts. Also auf jeden Fall jeden Tag oder beziehungsweise im Monat knapp 600.000 Simoleons machen wir Gewinn. Das ist prima und wir haben sogar noch Spielraum bei den Steuern, aber es muss ja nicht unbedingt sein. So. Ja, ich wollte aber trotzdem erstmal nochmal einen Blick werfen auf unsere Zahlen. Ah, siehe da. Und die mittlere Einkommensschicht mittlerweile hat sich hier die Nummer gedreht. Das Pendel schlägt jetzt in die andere Richtung aus. Das heißt, wir haben weniger offene Jobs als Beschäftigte in diesem Bereich, also mehr Arbeitnehmer, mehr sind angestellt. Wunderbar, wunderbar. So, die Konsumenten. Da ist der Trend auch sehr erfreulich. Da haben wir uns auch verbessert, wenn ich mir das so anschaue. Ja, okay, bei unseren Snobs haben wir mittlerweile auch nicht verkaufte Güter. Bei der mittleren Einkommensschicht haben wir mittlerweile einen Punkt erreicht, dass 2/3 der Nachfrage befriedigt werden kann. Und das Problem ist halt nach wie vor bei uns die untere Einkommensschicht, die Geringverdiener, da haben wir noch ein bisschen Rückstand, aber da können wir, denke ich, auch noch uns verbessern, hoffentlich zumindest. So, das machen wir aber nicht mehr heute, sondern das machen wir in einer der nächsten Folgen. Mein Gott, die Zeit ist schon wieder um, allzu viel haben wir gar nicht gemacht, ne, ist ja schrecklich. Also, ich gelobe Besserung, ich hoffe, beim nächsten Mal kriegen wir es besser hin. Ich sage an euch, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und muss natürlich noch eine Info nachreichen. Nachdem ich beim letzten Mal ja gesprochen habe, dass wir 72 Folgen durchhaben, heute ist ja die Folge Nummer 73. Ich habe versprochen, dass ich mal nachschaue, wie viel oder wie lange die SimCity-Folgen, die ich aufgenommen habe, jetzt in Gänze schon sind. Und falls ihr von Anfang an dabei seid, dann habt ihr mich und mein SimCity 5 mit unseren 3 Städten 26 Stunden lang ausgehalten. Stolze 26 Stunden geht dieses Let's Play schon. Aller Respekt, Hut ab. Großes Danke nochmal an euch, die ihr mich immer unterstützt habt, viele Tipps dagelassen habt und ja, einfach nochmal vielen Dank auch für eure Likes, für eure Daumen und für eure Treue und ich denke, das muss an dieser Stelle auch mal gewürdigt werden. 26 Stunden eurer Zeit habt ihr mir geschenkt. Herzlichen Dank. Ich freue mich auf ein Wiedersehen in der nächsten Folge. Bis dahin. Eine gute Zeit, macht's es gut. Und Servus.